nicht, was von Devolver war. Irgendwas, ich. Was hat Devolver gemacht? Keine Ahnung. Damit herzlich willkommen zurück zu Lupio hier live auf Twitch am Karfreitag. So, wir machen mal weiter hier. Ich bin eigentlich gut am Start. Ich bin eigentlich gut am Start, ne? Mein Controller geht nicht. Moment. Muss mein Controller rein raus machen. Ah, jetzt geht er wieder. Blödes Ding. So. Eine Runde. No risk, no fun. In der Hoffnung, dass wir überleben. Dorf. Oh, Dorf gut. Dorf ist gut. Ich muss das nur taktisch klug hier machen, ja. Ein Schleim hat oben. Ressourcen haben wir ja eigentlich viel, ne? Ja. Oh, das mit Vampir, das ist halt immer ziemlich heavy, ja. Siebener Ring. Siebener Ring haben wir bekommen. Zehnerring. Oh, meine Gesundheit. Leck mich am Arsch. Holy Scheiß, meine Gesundheit geht flöten. Und Zehnerring. Regeneration, sehr gut. Oh je. Schon ein Vampir. Brauche ich noch ein bisschen bessere Waffe. Bringt alle 3 Tage ein Skelett vor, ja, von mir aus. Also ist dann eh die letzte Runde. Wenn ich überhaupt so weit komme. Weil ich muss halt vorher zurück ins schützende Lager. Weil mit den Vampiren. Ihr seht ja, meine Gesundheit ist ziemlich am Ende schon. Jetzt schon. Und Berg. Berg, Berg, Berg. Mal rein. Friedhof. Langsam wird es crazy, echt. Invasion. Es sei sie, sich der Bestimmung in dieser Welt zu stellen. Verlass es nicht. What the hell? Ich kann hier nicht mehr hinbauen. Jetzt wird die Musik total verrückt.
Jesus Christ. Ich habe Angst, hier meine ganzen Ressourcen zu verlieren, verstehst du? Das ist das Problem. Aber ich habe keinen Vampirismus. Egal, egal. Nein. Ich habe da ein Schild, ein 23er Schild, Vampirismus, Rundumschaden. Und ich habe da eine 25er Verteidigung, aber ich habe da einen Vampirismus drin. Verteidigung 25 und Vampirismus. Nehme ich lieber das, ja. Ja. Nehme ich lieber das. Oh, Jesus. Das ist, ich hoffe, ich überlebe die Runde. Und von der Vampir. Das wäre so wichtig, ja. Gib mal eine. Oh, gib mal eine. Jetzt noch eine bessere Waffe. Das wäre cool, ja. Jetzt noch eine bessere Waffe. Das wäre so wichtig, ja. Das ist ja so wichtig. Schlachtfelder. Ich lauf da lang, ja, dann mache ich da lang. Ja. Nee, wir sollen nicht dahin machen. Das ist auch scheiße. Ah, ich mach's da oben hin. Oh Mann, ich bin schon wieder bald platt. Ja. Alles nichts Gescheites, ja. Nichts Gescheites. Ja, jetzt geht der Punk ab, ja. Oh, Schatz, Truhe. Ein Achter. Ein Neuner. Siebener, Neuner. Oh, Mann, das ist alles cool. Alles cool, ja. Ich möchte nicht drauf gehen, das ist das Problem. Ungern, ja. Ungern, ja. Da oben, wo wir jetzt hinkommen, das könnte mein Tod sein, ja. Das könnte jetzt mein Tod werden. Ich hab fast keine Energie mehr. Ich muss einen Rückzug machen. Wenn ich überlebe. Ich muss einen Rückzug machen. Ja. Ich kann mich nicht stellen. Tut mir leid. Ich verreck.
Ich verliere so viel halt, das ist das Problem. Ich mache einen Rückzug. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Bleibt mir nichts anderes übrig. Sonst wäre ich jetzt draufgegangen, ja. Scheiße. Kann ich wenigstens bauen? Nee, da ich ja jetzt fast alle Ressourcen verloren habe, wo ich gemacht habe. Kann jetzt auch nichts bauen. Ich könnte es höchstens ausbauen. Oh, was haben wir denn da? Zeltlager. Und was könnte man da bauen im Zeltlager? Oh, nein. Was ist Lagerfeuer? Feldküche? Kräuterküche? Bauen, Lagerfeuer. Treibt uns ein Zeiler, machen wir den Weg zurück. Jetzt sehen wir dann auf die Heilkraft auf. Kann ich das nicht ausbauen? Kann ich das nicht ausbauen irgendwie? Upgraden oder so? Ich habe doch gestern gesagt, ich kann das upgraden, oder nicht? Oder nicht? Ich habe ich konnte machen. Naja, auch mal Expedition. Spiders, was habe ich denn da noch? Laterne. Der Hain. Ich glaube, ich mache den Hain mal weg. Dann starten wir mal noch eine Runde, ja. Scheiße, ja. So viele Ressourcen gehabt. Und es lief ja eigentlich gut. Ich hätte zurückgehen sollen, ich depp. Aber ich hätte auch gerne das andere gesehen, ne? Wo wir da bekommen haben. Stell dich der Herausforderung, hätte ich auch gern gesehen. Dammit. Aber ich wäre jetzt bei den nächsten Gegnern wäre ich drauf gegangen. Gnadenlos. Abgenibbelt. Ja. Gnadenlos. Ich glaube, ich mache das mal. Ich platziere es hier, ja. Ja, wenn man mal taktisch vorgeht, ja. Weiß ja. Wenigstens schon mal eine Waffe. Eine Waffe haben wir schon mal. Brauche ich da gleich in der ersten Runde gute Waffen, ja. Und am besten eine Rüstung oder so. Das wäre nicht schlecht. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ein Schild haben wir. Oh, wir haben hier Rüstung bekommen.
Name. Oh, Vampirschloss. Damage! Naja. So ist halt, ja. Mein Trinken ist leer. Mein Trinken ist leer. Endlich mal ein Ring, ein Ring, ein Ring, ein Ring, ein Ring. Ich hab Durst, Leute. Durst. Vor allem brauche ich Ressourcen. Ressourcen, Ressourcen. Drei bis fünf, nope. Und schon wieder Vampirschloss. Dammit. Das Vampirschloss. Geh mal auf den Sack her. Was? Es war falsch. Das war falscher Fehler. Regeneration, sehr gut. Trauma. So, der eine noch. Über den Friedhof. Jo, machen wir den dahin. Papala, papala. Dorf, Dorf, ein Dörfchen vom Mörfchen. So, we are at home. And next round. Ich hätte es gerne auch gesehen. Hier stelle ich die Herausforderung. Nur. Sag mal. Ja, gnadenlos krepiert, ja. Gnadenlos. Das ist schlecht. Wir haben einen Auftrag bekommen. Ja, ist nicht so dafür Kackwaffen hier. Ja. Gibt's ja nicht, ja. Schatzruhe. 7 bis 11. Jetzt haben wir 179, dann haben wir mal die. Und machen mal die, ja. Oh, das gibt mir Auftrag erledigt. Ich hab ja gerade mein Ding hier hingebastelt, ja du Bastel, Bastel. Oh, hoppla. Hoppla.
Immer, dass heute keiner kommt, war mir schon klärchen, weil hätte ja sein können, aber Chronokristalle. Egal, wo ich es hinplatziere, scheiße, gell? Bessere Schild, ja. Den machen wir da reinschmeißen, ja. Eine blühende Wiese. Service 11 und Konter. Dreck. Müll. Müll. So. Let's get ready to rumble. Ich hätte gerne mal wieder eine Fähigkeit. Wäre ja nicht schlecht, ne? Wäre ja nicht schlecht. Oh, wir haben einen Dreierring. No, aber ein Dreierring. Ausweichen, Verteidigung. Ja, halt wichtig, dass man am gleich schnell gute Waffen und Schilder, Rüstung etc. bekommt, ja. Sowas ist schon wichtig, ja. Dass man so nach 4 Runden, sag ich mal, oder 3, 4 Runden schon gut am Start ist, ja. Bisschen denken, ne? Das, sowas fällt mir immer schwer zu denken, ja. Da unten haben wir dann einen Auftrag bekommen. So, let's get ready. Soll ich eigentlich die Farbe von meinem rosa Männchen mal ändern? Lass euch entscheiden. Kannst du auch grün machen oder blau oder rosa oder gedönt oder wie ihr wollt, weißt du?
nur Ressourcen? Hauptsache viele Aufträge bekommen. Dörfer sind gut für Aufträge, ja. Aber durchlaufen gibt es da einen Auftrag, wo wir erfüllen müssen. Und Aufträge. Fertigkeitpunkt. Fertigkeitpunkt. We have a Fertigkeitpunkt. Aber mal gleich mal kicken hier, ne? Starker Nachgeschmack der Held verursacht einfach für jeden. Ah. Ja, mach ich das. Mach ich auf jeden Fall. Starker Nachgeschmack, ja. Alright. Mehr Schaden. Nochmal Auftrag. Eine Auftragsschnecke. Der langsame Arbeitnehmer. Hat 11 Verteidigung? Nee. Nope. Zwar eins besser in der Verteidigung, aber sonst auch nur mau. Weil halt am anderen Stelle, wo ich ausgerüstet habe, sind halt mehr Sachen dabei. Das ist natürlich besser, ja. Das ist natürlich besser. Auf die Mitte. Endlich bessere Waffe, ja. Nochmal ein Vierer Ring. Und schauen, wie der Vergleich ist. Erstmal das hier machen. Ressourcen sind auch gut, ja. Und reiner Schaden, Rundumschaden 2, Konter und Ausweichen 8. Ja, mal nehmen wir den Ring, ja. Ah, starten wir in die nächste Round, ne? Ah, jetzt kommen Dorfbewohner, ja, der böse Mensch, ja. Bessere Waffe bekommen und ein besseres Schild, oder? 19er, ah, da habe ich keine Regeneration dabei. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Ich brauche Regeneration, ja. Den kann ich immer noch. Ich brauche Sachen mit gut Regeneration, ja.
Das wäre wichtig, ja. Da verliere ich halt wieder Regeneration. Ah, ne. Damit. Mal das. Ich glaube, ich probiere die mal, ja. Hat zwar schlechtere Verteidigung, aber Konter ist besser und Vampirismus, ja. Muss ja alles probieren, ne? Muss alles probieren. Alles probieren, ja. Und um Schaden 7, leider 1. Konter 7 ausweichen. No. Damn it. Oh, 4. 5. Oh, leco mio grande. Oh. Schiste wandern, ja. Da haben wir einen Gladius und da war ein Speer. Damn it. Da unten geht halt schon der Punk ab, ne? Und meine Gesundheit ist jetzt schon bescheiden, ne? Okay, ich krieg's aber da hier in meinem Ding, aber. Im Lager, aber. Wenn jetzt schon so scheiße rennen. Dim, dim, dammit, ja. Vergessen. Machen wir den Vergessen-Button hin. Ne, ich hab mein Dorf weggemacht. Das war mein Dorf. Ich simpel. Ich hab mein Dorf weggemacht. Kann ich nur. Ich horch. I'm so lost here. Kacke. Der ist ein bisschen verkackt hier, ja. A little bit verkackt. Leicht verkackt. Ärgerlich, gell? Ah, ich habe nicht einmal meine ganze TP wieder aufgefüllt. Scheiße. Ach komm, eine Runde werden wir noch überleben, hoffe ich doch. Ja. I hope so. Sind wir noch schnell in der 21 Rundumschaden? Aber ich habe keine Regeneration. Ach komm, scheiß was drauf. Ein bisschen mehr Schaden machen kann ja auch nichts. Kann ja auch nicht schaden, ne? Hat sich erledigt. Hau ihn weg, ja. Mach ein Blatt. Buchenblut.
Oh ja, gute Regeneration. Der ist schon mal viel wert. Und endlich mal klein bisschen besseres Ding. Waffe. Oh, jetzt kommen gleich wieder fünf. Und einer davon ist. Der in der Mitte ist hier. Und der Auftrag. Der Auftragskiller, ne? Das Eck da unten, das ist schon ziemlich heavy, ja. Da geht so viel von meiner TP drauf. Unbelievable. It's unbelievable. It's unbelievable. Der Rest ist alles Schmutz, ja. Holy Chicken, ja. Ja, ich glaube nur noch die Hälfte von meiner TP, ja. Ja. Und nur Dreck bekommen, nur Dreck. Bekommen nur Schmutz. Aber ehrlich. Manche haben vorhin so viele geile Ressourcen gehabt. Das ärgert mich, ne? Aber halt. Man will halt und nee. Geht zwar besser, aber nee. Gegen Vampirismus ist halt gut, ja. Ah, ein Auftragsschneckchen. Und dann bekomme ich nur Scheiße. Ah, Frechheit, ja. Oh, eher mehr da, ja. Graf Dracula, ja. Ja, ich bekomme halt auch scheiß Waffen oder so, nur Dreck. Nur minderwertiger Mumpitz, gell? Aber was ist das? Angriffe. Taktischer vorgehen. Als ich halt mein Dorf hier vergessen habe, das war halt jetzt blöd, ne? Aber I have checked it, ne? Das? So, Alter. Dörfchen. Machen wir nämlich das Vampirschloss, da wäre er weg. Dann haben wir da unten ein bisschen hier Slow Motion. Das können wir nämlich noch eine Runde geschmeidig machen. Ja, gecheckt. Wieder die bösen Sachen oder löschen. Damit man länger überlebt. Ah, I understand. Nope.
Jo. Ein Dörfchen. Kunderregeneration 10%. Nope. Nope. Hab nichts bekommen. Drecksack. Auftragsskelett. Da kommt ein Auftragsschnecke. Unten rechts habe ich ja jetzt das Vampirschloss wieder weggemacht und Ödland. Dann kommen wenigstens die Fünfer-Truppe nicht mehr. Was ist? Können wir noch mehr Zeit zu überleben, ne? Ganz normale Schnecke. Ba 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 ba. Ah, macht echt Laune das Spiel. Ich will halt vor allem auch mal dann was Besseres bauen, ne? Noch mehr dazu bauen. Ich weiß, da ist der Vampir nicht mehr da. Und nur noch die Vierergemeinde da. So, Vergessenkarten sind halt schon cool, ja? Muss man schon sagen. Endlich mal einen besseren Ring. Endlich mal einen besseren Ring. Man nimmt den. Ich mach's. Let's do it. Kunde 16%, Verteidigung, Regeneration. Regeneration gut. Summiert sich auch. Da ein bisschen Regeneration beim Ring, bei der Rüstung, bei der Waffe. Hat ja alles so seine Vorteile. Ne? Ich bin hier. Ba 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 ba
oder Vampirschloss, das gibt's ja nicht, oder? Geil, mir da. Und bekomme ich mal was dafür. Habe ich halt 4,2 Regeneration, ne? Bei dem, wo ich jetzt hab. Freunde. Der brotlosen Kunde, ja. Aber ich nehm's, obwohl ich dann meine. Meine Regeneration verliere. Wo die andere Rüstung gehabt hat, ja. Eine Runde mache ich noch. Dann sammle ich meine Ressourcen ein. Wenn ich noch bessere Waffe bekommen würde. Eine neue Waffe oder so. Dann. Oh, 4-2er Regeneration. Nimm den. Da es eh wahrscheinlich die letzte Runde ist. Bevor ich wieder ins Lager gehe. Müsste es eigentlich passen, ja. 6-11er Vampirismus. Oh ja. Wichtig, wichtig. Knoblauch werfen. Wir werfen ihm den Knoblauch an den Kopf. Alles nichts Gescheites, ja. Schon wieder Vampirschloss, das gibt's ja nicht, ja. Hauen weg hier. Machen Blut.
5,4. Oh. Ach, schon ein bisschen langsamer, aber ich glaube, das war nicht so gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber so gar nicht. Wo bin ich? Ich bin hier. Wir schwören böse Leute. Invasion. Jetzt, wo ich gerade so geschwächt bin. Ja, leck mich an die Mütze. Invasion. Geht nicht gut aus. Geht nicht gut aus. Ach, aber die Musik fetzt halt mal wieder richtig rein, gell? Ich finde die Musik ja. Die ist echt obergeil, ja. Obergeil, oh Mann, ja. Ich bin jetzt wieder halb hier geschwächt. Ich bin jetzt halb tot, ja. Ich mach keine Schnitte hier. Ich komme wieder nicht hin. Ich komme wieder nicht hin. Weil bis da oben bin ich platt. Ich schau da jetzt noch eine Truhe mitnehmen oder so, ne? Aber sonst keine Chance, ne? Gar keine Chance. Die Truhe will ich noch. Oh je. Nein! Alles Schmutz, wirklich. Ich regeneriere mich halt auch nicht.
Weil jetzt kommt wieder ein Vampir und ich glaube, ich mache einen Rückzug, ja. Weil bis da hoch komme ich nicht. Scheiße! Tut mir leid. Ich verliere wieder so viel. Bevor ich alles verliere, ne? Tut mir leid. Aber wir könnten hier... Wir könnten unseren Bauernhof bauen. Schalte die Karte Weizenfeld frei. Das könnte man bauen. Ja. Oder ein Friedhof. Ein trauriger, aber notwendiger Teil jedes Dorfes beim Durchqueren eines Friedhofs. Oh ja, ich mache einen Friedhof. Friedhof. Yes. Vielen Dank. Nee, ich weiß schon gar nicht, was ich drücken muss. Das ist ein schöner Ort. Ruhig. Es gibt ein paar Leute, aber Stille. Sie sehen ein bisschen düster aus. Doch sie können einem viel erzählen, wenn man zuhören kann. Ah, da unten konnte ich verbessern. Effekte der Verbesserung. Ah, jetzt habe ich es wieder. Oh, ich bin so lost. Habe ich nicht genügend? Hab nicht genügend Ressourcen, ja. Jetzt weiter mit dem. Weil es war Lagerfeuer, Feldküche, Zeltlager. Das Zeltlager kann ich halt nicht zerstören, ne? Abbauen. Damit. Gymnasium. So. Dann machen wir noch ein bisschen. Warte mal, ich mach mal Vampirschloss weg. Wenn ich das Vampirschloss weg mache, mal für eine Runde. Verstehst? Mach dafür die Spiders wieder rein. Mhm. Und mach das noch dazu. Ja.
Ja, bestätigen. Let's do this. Wir sind immer noch in Kapitel 1. Okay. Meine Hoffnung lag ja darin, dass ich jetzt doch gestreamt habe, oder noch am Streamen bin, dass eventuell vielleicht jemand kommt. Verstehst du? Ich kann halt keinen mit dem Spiel begeistern, ja. Leider nicht. Manchmal schon trauriger. Das ist toll. Ja, ich hätte es ja gar nicht ziehen müssen. Oh, ich bin doch ein Depp. Hättest du doch aufgehoben, du Vollhorst. Ich bin so lost. Umsonst hier die vergessen Karte gezogen. Ach, meine. Muss ja nicht unbedingt. Mist. Schmokito. Und wenn man, ich habe das Vampirschloss ja gemacht. Ich will los, Boy. Dann brauche ich das ja gar nicht. Also Sachen mit Vampirismus brauche ich nicht. Merke.
Spider-Man! Spider-Man! Ich habe jetzt nicht mehr dran gedacht, dass ich ja die Schlösser weg, die Vampirschlösser weggemacht habe. Ja, bin schon ab und zu lust, gell? Öfter als man denkt, ja. Ich will einmal hier dieses Ding hier erreichen. Dieses Ding. Ja. Ihr wisst, was ich meine, nicht? Nö. Hab ich mal gedacht. Hab ich mal so forscht gedacht. Hab ich mir forscht gedacht. Aber wenn ich da wieder Spider-Mans gesehen. Die angenehmer sind wie die. Wie die anderen, ne? Die hätte ich gern mal mitgemacht, ja. Was dann passiert? Der wäre so. Aber ich bekomme auch keine richtigen Waffen, gell? Losing. Nichts bekomme ich. Ich sehe ja selber, ich bekomme nur Scheiße. Why? Hat jemand von euch gespielt oder so? Können wir im Chat schreiben, Kommentar schreiben. Für die, die es dann später mal auf YouTube anschauen. Falls es jemand anschaut. Und können wir mal reinschreiben, ne? Ich hätte gern mal ein Dorf, hä? Wie wäre das? Ein Dorf wäre aber nicht schlecht. Damit wir hier Aufträge bekommen oder so, ne? Aber will noch nicht so richtig, gell? Will noch nicht so richtig. Vielleicht weil ich die Vampire weggemacht habe. Ich weiß nicht. Vergessen. Nee, die Vergessenkarte machen wir mal nicht weg. Gehen wir mal auf, oder? Ja. Gehen wir mal auf.
ist alles Schmutz, wo ich ihn packen kann, ja. Alles Schmutz. Achter Verteidigung, 7er, 7er, 8er. Wieso bekomme ich kein Tor? Dauer. Drei Spieler. Endlich ein Dorf. Dörfchen. Ein Dörfchen. Oh, nächste Runde gibt's erst Auftrag. Ach man, 8 bis 12. Okay. Nervensäge da. Ja, Nervensäge. Pa 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 lu 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 lu. Dörfchen, sehr schön. Ein Dörflein. Der Auftrag, Schneckle. Schon faszinierend, ja, alles. Ja. Fascinated. Ba-ba-da, ba-ba-ba-ba.
mach mal die vergessen gerade. Ja. Matsche Patsche. Was ist das für einer, ja? Was ist für eine Schnecke hier? Eine schwarze Schnecke? Diese Drecksviecher hier. Steff? Meine Zweifelheiligung am Berichtung? Wenn er rundum schaden. So, da ist Sumpf. Das gibt's ja nicht, ja. Leck mich an den Nüsse. Hallo, die Puppe. Ohne Vampire ist eigentlich ganz gemütlich, oder? Gemütlicher vor allem. Klar, Vampire machen auch Laune, aber ich möchte halt auch mal hier, you know what I mean. So Kämpfe sind schon heftig genug, ja. Und dann kriegst du nur Scheiß mit Reis und Finger, die Garotz, gell? Aber noch bin ich gut am Start, ne? Okay, wir haben jetzt erstmal angefangen, aber... Wo ist das Rounder? Oh! Auftragsmoskito. Du Sack. Ein Nerven, ja. Und bekommen die was dafür, oder was? What? What? Wie bitte? Wie bitte? Frechheit.
böse Wälder. Drei Spinnen. Ich bekomme einfach nichts geschenkt. Ich sag's euch, wie es ist, ja. Damit. Gehen hier. Ah, unten eine Spinne. Wo man Auftrag hat. Bekommen hat. Also ich habe auch noch bekommen. Laterne, Laterne. Ah, oh, es ist angenehm, gell? Sich zu unterhalten. Sehr angenehm, ja. Smalltalk. Und gleich Freitag. Ich hab immer noch meine Lutscher 5er Waffe. Ich war schon auf 9er Waffen. 9er Ringe, 9er Rüstung, etc. Besser. Unterschiede. Wenn keine Vampire da sind, wo gut. Ab und zu mal guter Stuff bringen, ne? Aber so bleibt man länger am Leben. Gib mal jetzt was Gescheites. Ich bin jetzt schon wieder halber platt. Das ist nicht so der Best. Wir Schwan böse. Wir Schwan böse, echt. Ich glaube, nach der Runde gehe ich zurück, ja. Aber really? Yes. Wenn ich jetzt zurückkomme, dann fallen sie überhaupt noch überleben, ja, gell? Mal ganz so locker flockig sieht es jetzt aus, ne? Aber mal gar nicht. Ja. No. Das kann ich jetzt eigentlich hinpacken, wo ich will. Ja. Weil der Zug ist abgefahren. Da habe ich noch zwei Moskitos vor mir. Leck mir an den Nöller. Ich
hoffe, ich überlebe die. Warum gleich zwei? Wenn ich die halt nicht überlebe, dann bin ich halt lost. Fühlt sich ja auch an, ja. Oh nee, ich hab's mir gedacht, dass ich zwei nicht überlebe. Ich lebe noch. Was das, wie das, schon wieder, ja. Dank uns, eine kleine Gruppe von uns hat dich hergeschleppt. Es war nicht leicht. Wie konntet ihr die ganzen Wunder zurückschlagen? Sie hätte mich fast umgebracht. Das ist auch interessant. Viele verschwanden direkt vor unseren Augen. Manchen konnten wir entgehen. Aber ich glaube, die meisten Bestien waren schon fort, bevor wir das Lager verließen. Ich denke, deine Ausflüge sind zutiefst mit deinen Erinnerungen verbunden, mein Freund. Alles zerfällt, sobald du bewusstlos bist. Und wie war dein Tag? Könntest Vorleser werden? Ich werde gar nichts mehr. Ostern ist gelaufen für mich. Scheiße. So knapp vom Lager her, ich bin doch ein Depp. Hätte lieber gleich einen Rückzug machen sollen, ja. Naja. Aber für heute war es das dann, ja. Für heute war es das dann. Aber meine Statistik. Wie lange spiele ich jetzt insgesamt schon? 6 Stunden spiele ich das Spiel jetzt bis jetzt. 6 Stunden. Scheiße, ja. Mein Tag auch. Der Tag hat schon scheiße angefangen, ja. 6 Stunden, ja. Scheiße. Kacke. Naja, aber war's dann mal wieder für heute mit Loop Hero. Mir macht's riesig Spaß. Interessiert leider keinen auf Twitch. Ob's auf YouTube jemand interessiert, werde ich sehen. Ansonsten, mir macht Spaß. Schönen Karfreitag noch. Ach, ich habe meine Post heute Morgen aus dem Briefkasten gemacht vom Donnerstag. Weil ich immer morgens die Post vom Vortag rausmache, wenn ich runtergehe. Und da war ein Brief drin, der hat mir einen Brief aufgemacht, gelesen, auf den Magen geschlagen. War nicht so. Dieser, ne? No. Nein. Ja, die Post habe ich gar nicht gebrauchen können, ja. Aber ich halt mal so, ja. Gar nicht gut.